Ja, guten Tag, Damen und Herren, alle anderen, wer auch immer ihr da seid. Hallo Deutschland, will ich gern sagen. Ja, in Zeiten von Internet ist es ja jetzt möglich, dass alle möglichen Leute das sehen. Frau Bundeskanzlerin oder Herr Landrat oder Herr Polizist-Person oder Lebensretter, Waldkletterer, was auch immer. Wer auch immer du bist. Ja, ich sag mal einfach du, weil ist, glaube ich, einfacher. Also ich möchte nämlich mal so ein bisschen mal einen Schritt zurücknehmen. Und in diesem Moment gerade wird wahrscheinlich das letzte Baumhaus im Dannröder Wald geräumt. Und da gibt es jetzt bei uns in der Gesellschaft ganz verschiedene Ansichten dazu. Und ich möchte jetzt mal so kurz Tacheles oder weiß ich nicht, Schluss mit lustig oder Butter bei die Fische, weiß ich nicht, auf jeden Fall raus aus dem Schlamassel. Denn wenn wir uns gerade mal überlegen, was gerade für eine Situation bei uns im Leben stattfindet, und zwar in deinem Leben und in meinem Leben, egal wer wir sind, also ganz fast egal. Es gibt in Deutschland ganz, ganz, ganz wenige Leute, wo der Lebensstil ein solcher ist, dass die Kinder den sicher kopieren können. Wir haben im Moment einfach die Kacke am Dampfen, und zwar sowas von, dass wir uns eigentlich nur noch fragen müssen, wie kann das sein, dass wir das nicht verstehen? Oder verstehen wir das und warum handeln wir nicht? Ich möchte jetzt nichts hier schwarz malen, denn es gibt ganz schön viele gute Sachen. Ich denke aber so, dass die meisten von uns wahrscheinlich schon mittlerweile das Gefühl haben, dass das so nicht weitergehen kann. Also mal ganz kurz zusammengefasst. Aus meiner Sicht als Überlebenstrainer, einfach gerade unsere 6 Überlebensprioritäten sind nicht nachhaltig abgedeckt, bei fast keinem von uns. Wir brauchen mehr Energie, um das Essen auf unseren Teller zu kriegen, als dass wir von unserem Essen wiederbekommen. Na, und die Energie, die muss ja irgendwo herkommen, und wir nehmen die einfach von unserem Planeten. Und dass das nicht geht, das sehen wir mehr und mehr und mehr. Da braucht man auch keine Wissenschaft für, da braucht man einfach nur ein bisschen mehr draußen sein als drin. Oder mehr draußen sein als online. Dann sieht man das, dann merkt man das und dann fühlt man das. Ich fühle das jedenfalls. So, ich mache mal einen Schritt zurück zum Dannröder Wald. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass es da keine zwei Seiten gibt. Also egal, wer du jetzt bist, du bist weder auf der einen noch auf der anderen Seite, vielleicht in einem kleinen Blick, aber wenn man dann mal so einen größeren Schritt nimmt, sind wir auf der gleichen Seite. Wir sind nämlich Teilnehmer der Natur oder Teile der Natur. Wir sind Mitglieder der Spezies Mensch und damit haben wir zum Beispiel die gleichen 6 Überlebensprioritäten. Ne? Damit brauchen wir diesen Planeten. So, wenn wir uns gerade mal angucken, wir haben ja gerade echt so eine Situation, wie lösen wir denn diesen Schlamassel? Wie kommen wir da wieder raus? Das ist ja echt, ist ja ein Riesenthema. Und ich bin schwer der Meinung, erstmal zu sagen, hier, stopp mal eben. Mal kurz anhalten, innehalten, nachdenken. Mache ich jeden Vollmond, kann ich sehr empfehlen. Ist so ein Survival-Werkzeug. Stopp. Full Moon, Full Stop. Mal bei Ecosia mal gucken. Findet man, ne? Die Sache ist halt, wir haben wirklich eine Überlebenssituation. Wir verbrauchen mehr Planet, als uns zur Verfügung steht. Und das kann ja einfach so nicht funktionieren. So, und wenn jetzt die jungen Leute unter uns feststellen, dass das so nicht funktionieren kann, sehen gleichzeitig, dass wir Eltern, die wir ja auch da reingerutscht sind und das gar nicht besser wissen, und uns hat ja niemand gezeigt, wie man das macht mit dem nachhaltig Leben oder so, sind wir reingerutscht, will ich auch auf keinen irgendwie jetzt mit dem Zeigefinger kommen. Na, wir sehen, unsere Eltern, die können das auch nicht. So, wir sehen aber, dass wir zum Beispiel jeden Baum brauchen. Wir brauchen einfach jeden Baum. Und da hat einfach Autobahn Nachrang. Egal, was wir mal geglaubt haben, wie wir uns entscheiden können. Ja, also für mich ist Avocado genauso ein Beispiel. Kann man auch kaufen, ist auch legal, ist beworben und demokratisch entschieden, dass wir hier Avocado... Aber ist sicherlich nicht Teil der Lösung, hier in Deutschland Avocado zu essen. Ne? So, geht das mal weiter. Also unsere Realität erstmal einfach, das möchte ich einfach nur mal so uns ein bisschen entzerren und mal gucken, was ist denn überhaupt unsere Realität. Unsere Realität ist, dass wir einfach nur einen Planeten haben, Punkt. Und wir können selbst demokratische Prozesse machen und dann Kompromisse und so weiter.
Aber mit der Natur kann man keine Kompromisse machen. Also Natur ist einfach super, super fair, aber ja, und super hilfreich, aber auch sehr, sehr hart. Also wenn man zum Beispiel nicht nachhaltig lebt, dann stirbt man. Ja, über kurz oder lang stirbt man dann. Weil nachhaltig heißt ja, so leben, dass es immer funktioniert, dass es immer so weitergehen könnte. Ne? Und die Natur, wir sind immer daran interessiert. Also Natur ist ja ich selber in mir drin. Natur ist auch Verbindung mit anderen Menschen um mich herum. Und Natur ist halt auch Verbindung mit allem anderen, was in der Natur so unterwegs ist. Ne? Natur fängt nicht außerhalb der Stadt an. Ja, also da, wo ich jetzt hier gerade stehe, hier sind, weiß ich nicht, 2 Kilo andere Organismen, die nicht Mensch sind, die sind in mir drin. Ne? Also das ist ja erstmal Natur. So. Und Entschuldigung, habe ich hier die Nase hochgezogen. Ne? Das ist in so einem Video, wenn jetzt hier die Merkel zuckt, Frau Merkel, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. ja, also das ist ja einfach unsere Realität. Ob wir da wollen oder nicht, wir werden immer noch nackt geboren und da wird sich auch so schnell nicht ändern. Und da sind so ein paar Dinge, die müssen wir auch verstehen, auch ob wir wollen oder nicht, haben wir uns an was anderes gewöhnt. Ne? Da sind wir nicht mehr so drin. Zum Beispiel Transport mit irgendwelchen Konstrukten, die schwerer sind als wir selber, haben wir uns daran gewöhnt, dass das so okay ist und das gehört zu unserer Kultur dazu, auch noch mit 200 und mit einem schönen Stern vorne dran und so. Finden wir alle ganz toll. Habe ich auch, also kenne ich ja selber, ne? Bin ich ja auch so reingerutscht. Und es macht ja auch Spaß. Also will ich ja nicht sagen, macht ja keinen Spaß. Natürlich macht das Spaß. Aber das ist ja ein Spaß, der ist ja kurzfristig. Ne? Letztlich vergeht uns da der Spaß, wenn wir sehen, aber die Quittung, die uns die Natur ja gerade schreibt, die können wir ja mit Geld nicht bezahlen. Deswegen sollten wir auch überhaupt nicht denken, Geld über Natur. Macht ja gar keinen Sinn, weil Natur war ja viel zuerst da. Und unsere Situation, wenn wir denken, wir können halt mit Geld, klar können wir mit, ne? Ist ja selbst erfunden. Wenn wir irgendwo für Geld haben wollen, dann machen wir irgendwo für Geld oder kriegen halt irgendwo her, Corona oder was auch immer. Ne? Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht ja darum, dass wir hier zusammen sind in dem Schlamassel und wie kommen wir da wieder raus? Und da haben wir jetzt ja schon ganz lange versucht, das über die Regierung zu machen. Ne, demokratische Prozesse genutzt, teilnehmen. Und dann haben wir ja immer das Ding, das ist ja Legislaturperioden und bis sich da die neuen Leute wieder einspielen und bis die halt verstehen, wie das funktioniert und wie der Hase läuft. Und dann ist das ja auch so, dass unser System, und wir glauben ja, dass Kapitalismus, weiß nicht, oder glauben wir, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Sehen wir ja auch, dieser kapitalistische Gedanke, den wir mal hier so, ne, überlegt haben, ob das funktioniert. Wir sehen ja, das funktioniert nicht. Also, ne, also der Gedanke schon, dass wir mehr verbrauchen können, als wir brauchen, ne, geht ja nicht. Darf man ja auch nicht, ne? Weil nachhaltig heißt ja, so, dass es immer funktioniert. Und in der Natur ist ja alles ein System. Da werden Gleichgewichte, versuchen wir immer zu erreichen. Nachhaltig ist ja so, dass es immer funktioniert. Ne? Da überlegt sich jetzt unsere Wirtschaft, also wir, ne, ist ja nicht die und wir, wir überlegen uns zum Beispiel, wie können wir Löffel nachhaltiger produzieren. Und dann gibt es Firmen wie IKEA, die schreiben sogar auf ihren, ne, wie man Firma sein soll, schreiben die, wir versuchen der Realität gerecht zu werden oder so ähnlich. Ja, Realität. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja mal Löffel. Ne? Also damit fängt ja das Waldretten an. Löffel. Gibt es schon mehr Löffel als Menschen auf diesem Planeten? Jetzt sich zu überlegen, wie können wir die nachhaltiger produzieren, dann sehen wir einfach mal, wie das Nachhaltige einfach nicht reicht. Wenn es schon mehr Löffel als Menschen gibt und wir normalerweise immer nur einen gleichzeitig benutzen, dann haben wir keinen plausiblen Grund mehr davon zu machen. Und da wir auch nackt geboren sind, da kann man dann weiterdenken. Ja. Okay. Eule. Oh, ganz spannend. Das leckt, ne? Egal. So, also. Scheint ein Riesenscherbenhaufen, ist glaube ich auch. Aber wenn man sich mal anguckt, was in den Nachrichten nämlich nicht gesagt wird, was alles schön ist. Also was alles so schön ist, was funktioniert. Wie gut sich Naturverbindung anfühlt, das sagen die in den Nachrichten gar nicht. Reden wir nicht drüber. Aber wenn man das selber erlebt hat, was tiefe Naturverbindung überhaupt bedeutet, dann gibt man das automatisch weiter. Weil Glück macht ja ansteckend. Ne? So. Und glücklich sein, das wollen wir ja. Ich gucke mir gerade Deutschland an und überlege, was machen wir hier so? Sehe, wir sind total gespalten. Da hast du die einen, die glauben an die Partei, die anderen glauben an die Partei, die Religion, die Hautfarbe, die Herkunft,
die sexuelle Vorliebe, was auch immer, ist ja alle Mumpitz. Da ist ja Pillepalle, darum geht es ja überhaupt nicht. Ja? Und ich glaube, das ist natürlich, ist das, finden wir das jetzt ganz komisch zu verstehen. Das macht vielleicht so gar nicht Sinn, sich hier so kleinkariert reinzudenken. Sondern überlegen, wie machen wir das jetzt? Und das ist ja, das scheint ja viel zu verstehen zu sein. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, erstmal, warum überhaupt? Bevor wir fragen, wie wir das machen, warum überhaupt? Finde ich für mich ganz einfach. Warum bin ich? Warum tue ich, was ich tue? Ja, ich bin, weil die Natur so ist, dass mein Leben überhaupt möglich ist. Das nächste ist, Natur in all ihrer Vielfalt macht mich möglich, deshalb bin ich, aber dafür bin ich ja halt auch. Das ist ja dann Selbsterhalt. Also egozentrisch und egozentrisch ist ja eigentlich das Gleiche. Also wenn man egozentrisch handelt und denkt und fühlt, dann ist das das Gleiche wie egozentrisch, aber andersrum irgendwie nicht. Ne? Also vielleicht ja doch, wenn jemand richtig, richtig egozentrisch ist, nur an sich selbst denkt, das geht, dann geht an der Natur kein Weg vorbei. Ja, ist ja so. So. Ja, und dann gucken wir uns an, was machen wir im Dannenröder Forst. Brauche ich gar nicht viel drüber reden. Na, also ich will jetzt nicht hier, falls du hier zuhörst, jemand, der hier im polizeilichen Dienst der Gemeinschaft dienen mag. Vielen Dank dafür. Ich mache mal hier kurz Pause. Ja, jetzt bin ich hier gerade unterbrochen worden und habe mich unterbrechen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich eben war, will jetzt aber auch nicht zurückspulen, habe einfach Pause gedrückt. Ich kenne mich ja mit der Technik gar nicht so aus. Ich war dabei, wir haben halt versucht, irgendwie mit Regierung und mit Regeln, Gesetzen und so da die Kurve zu kriegen. Wir merken, das schaffen wir nicht so ganz, weil halt ja auch unser kapitalistisches System, unsere Gesellschaft, ja schon korrumpiert irgendwie, machen wir selber, ne? Also sind wir auch so reingerutscht, wir haben ja geglaubt, dass das so funktioniert. Und ja, wie machen wir das denn jetzt? Es gibt ja drei Möglichkeiten. Wir können entweder uns jeder ändern, das ist aber, wenn ich mich jetzt selbst ganz dolle ändere und alles dran setze, habe ich jetzt erstmal nur in meinem Leben Impact, ne? Und kann mich aber sofort entscheiden, das zu machen. Das ist das Tolle, ich kann sofort anfangen, ne? Wenn man eine Regierung, wenn jetzt irgendwie Sie, Frau Merkel, sagen würden, ich will jetzt nachhaltig leben, dann ich mache wieder Pause. Ja, also wenn Sie sich jetzt versuchen würden, da umzubauen, dann wird natürlich ganz schwierig vielleicht, könnten sich aber auch sofort entscheiden, ganz viel zu machen. Ich finde ja auch ganz spannend zu sehen, dass wir unsere Firmen, ich mache die Kamera ein bisschen runter, so. Die Firmen können sich ja auch ziemlich schnell ändern. Und haben gleichzeitig einen großen Impact. Wenn jetzt zum Beispiel Ikea sagt, wir verkaufen keine Löffel mehr, so als erster Domino. Wer weiß, ne? Letztlich glaube ich, was ein Riesenproblem ist, ist erstmal, wir haben uns daran gewöhnt, dass dies und jenes meinetwegen größten Teil von unserem Lebensstil einfach normal ist und okay ist und gerechtfertigt ist und so weiter. Wenn wir wirklich Nachhaltigkeit ernst nehmen, dann heißt das, wir soll uns reduzieren auf Fahrradentfernung, Fahrradgeschwindigkeit, nichts Neues mehr konsumieren, Fossile im Boden lassen. Nicht nur zu Energiegewinnungszwecken, sondern auch zu Bauzwecken. Ja, unsere 40 Quadratmeter Wohnfläche halbieren, Leute ins Haus holen, dann brauchen wir auch nichts Neues mehr bauen. Also es ist wirklich, wir haben ja echt, wir haben ja echt die Kacke sowas von am Dampfen. Es ist wirklich vergleichbar mit einer Kriegslage oder vergleichbar mit einem riesen Alien-Raumschiff, was uns droht, die Erde in die Sonne zu schubsen, wenn wir uns nicht sofort ändern. Da würden wir auch sagen, ups, ja, dann hören wir das mal kurz auf mit unseren Kriegen und Konflikten und all sowas und reißen uns mal ein bisschen zusammen. Ja, ist ja die gleiche Situation. Wir sind gerade am 6. Massenaussterben. Das ist wissenschaftlich bewiesen und das kann man sich selber angucken. Da braucht man gar keine Wissenschaft für, das sieht man. Das ist ganz einfach zu sehen. Und klar kann man jetzt Panik schieben oder man kann hier, ne, Stopp-Werkzeug, Full Moon, Full Stop, sage ich nochmal. Super Werkzeug, das schreibt keinem vor, wie man irgendwie hier vorwärts kommt und was zu tun ist und was zu lassen ist. Weil Push ist nicht so nachhaltig wie Pull. Und das Stopp-Werkzeug, das gibt einem halt selbst Lösungen, die fürs eigene Leben passen. Ne? Also ich kann es sehr empfehlen, will ich auch keinem sagen, mach das, ich empfehle es einfach nur.
Ja, also und es hilft natürlich dabei, Panik sein zu, also nicht in Panik zu geraten. Also S ist, ich zeige mal hier so, S ist Stopp, stehen bleiben, T ist Thank, Danke, ne, Dankbarkeit ist ja was Positives, ist ja gut, positiv anzufangen. Und dann Think, habe ich überhaupt eine Überlebenssituation, sind meine Überlebensprioritäten nachhaltig gedeckt, ja oder nein? Ja, wie ist die Situation? Da habe ich gerade so ein bisschen versucht, mal zu erklären, oh, Option, ja, Option ist ja mal auch interessant. Also wir haben ja, mein lieber Mann, was wir für Optionen haben. Wir können global kommunizieren und zwar auch so nur mit Telefon. Also gar nicht mal mit Internet und so. Wir können global kommunizieren. Fast jeder kennt jemanden, der Telefonzugang hat. Fast jeder kennt jemanden, der eine andere Sprache spricht. Wir können global kommunizieren. Wahnsinn. Ja, und wenn ich mir angucke, wie Ameisen riesenkomplexe Entscheidungen machen, wie zum Beispiel den ganzen Haufen einpacken und 6 Meter umziehen, dann entscheidet da nicht irgendwie die Königin. Das ist eine Kollektiventscheidung und die kommunizieren durch Tanz und Berührung und Pheromone. Können wir auch. Also, ne, machen, benutzen wir ja auch. Machen, also so macht ja Kommunikation auch am meisten Spaß. Ne? Mhm. Ja, spannende Zeiten. Also wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben, sind ja unglaublich. Wir wissen, was wir zum Überleben brauchen. Wir wissen über Permakultur Bescheid. Wir wissen über Kompostklos Bescheid. Wir wissen über, weiß ich nicht, alles Bescheid. Also, und wenn ich mir angucke, wie schnell meinetwegen ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, Transition Network oder auch die ganzen Ökodörfer, wie schnell diese Bewegung wächst, da ist aber mal jede Menge Hoffnung und so viele tolle Positivbeispiele, die überhaupt nicht schwer sind. Ne, also den eigenen Lebensstandard oder den Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck, geht ja gar nicht um CO2, ne, eigenen ökologischen Fußabdruck, um die Hälfte zu reduzieren, da braucht man nicht viel für. Also das geht einfach nur über Entscheidungen. Ne? Fleisch weglassen, bums. Einfach. Super einfach. Wir fragen, was brauche ich? Was ist genug? Ja, also einfach die Frage im Hintergrund, was ist genug? Was ist genug? Kann super viel mitmachen. Ja, wie viele Stromgeräte brauchen wir denn überhaupt? Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen, ich benutze die ja auch. Habe das allerdings auf 3 Sachen reduziert. Stirnlampe, Telefon und Radio. Ja, Und bin auch off-grid und sowas, aber das ist ja meine Lösung, brauche ich eigentlich gar nicht drüber reden. Also überhaupt die Frage einfach, was können wir uns erlauben? Ja, was wollen wir? Was ist unser Traum hier überhaupt? Warum sind wir hier? Tja, das ist eine Entscheidung, ne? Eigentlich ist das eine Entscheidung. Und Gemeinschaft ist dabei wichtig. Also über 6 Überlebensprioritäten sage ich mal ganz kurz. Gemeinschaft muss immer dazugehören, wenn man sich damit auseinandersetzt. Gemeinschaft, Essen, Trinken, Luft, Gesundheit, Schutz. Ja, das sind die 6. Alles Liebe euch. Liebe ist super. Tschüss. Und Dani bleibt. Machen wir mal so. Na, aus Fehlern lernen.